Sie sucht mir auch durch jeden Wetter, was für 2019. Digga, ihr wisst nicht, wie viel Bock ich auf diese Vlogs hab. Digga, dieses Lied ballert. Baby, come back. You can blame it all on me. I was wrong. Heute ist ein schöner sonniger Tag. Diese Kamera ist so dunkel. Okay, aber was habe ich heute schon geschafft? Ich bin ehrlich, zurzeit ist einfach ein bisschen chilliger. Die knapp 20.000 Euro für den neuen Drop sind auch schon bezahlt. Das heißt, bald ist das Ganze ready. Der nächste Tracks. Ich kann kein Deutsch mehr, Digga. Der nächste Drop von den Trackies muss gut laufen. Ich habe 20.000 Euro nur in Premade-Produkte gesteckt. Digga, Leute labern mir was von Dropshipping. Ich habe 20.000 Euro in Sachen investiert, wo ich nicht weiß, ob ich sie verkaufen kann. Also was ist die Ausrede von den Leuten? Bro, du musst einfach nur machen. Bevor ich mich fertig mache, dusche und so weiter, wird erstmal gegessen. Und ich habe mir überlegt, ich bringe euch wirklich mal ein bisschen mehr in den Tag rein. Weil diese anderen Vlogs waren keine richtigen Vlogs. Ich habe nicht so alles gezeigt mäßig. So Leute, wir kochen jetzt. I was wrong. Was ist der Witz des Tages? Der Witz des Tages ist mein Tagesumsatz. Meine auch. Der ist so ungefähr bei 2,5k. Ja, meine auch. Die Richtungsvektoren hier in den Fällen in dieselbe Richtung. Ganz andere Richtung zeigt. Aber hier zeigen sie in die. Digga, ich hätte vielleicht eine Sekunde im Unterricht zuhören sollen. Digga, sobald ich aus der Schule raus bin, ihr wisst nicht, wie dieses Game hops genommen wird. Und zwar richtig. Ich versuche jetzt auch generell mehr für YouTube zu filmen. Ich bin viel zu viel am Handy. Das ist wirklich wie Gift. Vor allem, wenn man zwei hat. Also einfach nur eine Marke jetzt noch zu starten, wo man eine Marke starten will. Weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Ich schaue gerade den Trend Vision Podcast mit Celtix. Und nebenbei mache ich noch ein paar Insta-Reels für Novanity. Oh Mann, im Traktor! Perfekt, bis gleich. Ciao. Dieser Fotograf, der ist jetzt unterwegs. Und kommt der in den Sag doch mal den Leuten, wo wir heute hingehen. Wir sehen uns heute auf dem Hockenheimring bei meinem Shooting für die neuen Pieces. Shortlife Studios. Das müssen wir nochmal neu machen. Macht's nochmal neu. Aber wieso sehe ich so fresh aus? Eine fresche Friese. Das ist der Leben. Wie lange warten wir jetzt hier? 10 Minuten? 15 Minuten? Mindestens schon 15. 15 Minuten. Das ist unglaublich. Das ist jetzt mein Auto. Oh. Ist immer noch der CapCut Don. Der CapCut Don? Ja. Was denn sonst? Was soll man sonst benutzen außer CapCut? Keine Ahnung, Da Vinci oder sowas. Fitschig. Ey Flo, wo fährst du lang? Brauch ein bisschen Offroad. Kollege. Ist halt scheiße, wenn man so unser Auto fährt, gell? Was sagt ihr zu den 40 Euro Ticketpreisen? Ich glaube, man hört genau gar nichts, aber ich bin jetzt ein paar Euronen ärmer. Mal gucken, ob sich das lohnt. Hat sich gelohnt? Mir wurde wortwörtlich gesagt, heute gibt's Sandwich. Das erste hat schon mal gestimmt. Wir waren zu dritt hinten in dem Vierer. Okay. Ist auch ein Sandwich. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ihr habt es gesehen. Ja. Und jetzt werden wir noch für 40 Euro gepoppt, dafür, dass wir ein bisschen Benzin schnuppern. Hey, geil, Alter. Ich werde auch ein bisschen fotografisch. Digga, du siehst aus wie so ein Urlauber. Ich bin auch Urlauber. Was sagst du zu dem Event? Geistkrank, das ist voll mein Film. Wirklich? Ja. Meiner nicht. Okay Leute, die neue Lieferung ist angekommen und es ist wirklich viel zu viel. Ihr müsst bedenken, das ist erst ein Drittel von den Sachen, die noch ankommen. Ich kann nur sagen, die Sachen sind wirklich crazy. Also wirklich Abriss. Sehr, sehr geil. Wirklich einfach nur perfekt. Und vor allem sehr wichtig für den Sommer, das ist aus 100% Baumwolle und sehr atmungsaktiv. Es gibt natürlich nicht nur Babyblau, wir haben auch Beige, wir haben Schwarz, wir haben Grau, wir haben Navy, Dunkelblau, alles was du dir vorstellen kannst. Alles in Italien produziert, 100% Baumwolle und es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Ey, Jungs, habt ihr die Boards drin? Ey, Bro, geiles Supreme-Shirt. Danke, Bro. Auf der Rückbank. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, aber du bist selber schuld, dass du broke bist. Ich habe eben selber YouTube geguckt und sowas ähnliches gehört und das mir ist nochmal eingefallen. Wenn du jetzt 10.000 Euro verdienen müsstest, das heißt, deine Familie oder du, keine Ahnung, werden erschossen, wenn du
nicht 10.000 Euro verdienst. Du würdest irgendwelche Wege finden, du würdest mehr arbeiten, du würdest all in gehen, du würdest alles dafür tun, dass es nicht passiert und du hättest plötzlich den Skill, um 10.000 Euro zu verdienen. Das Problem ist, die Infos und wie du Geld verdienst, ist da draußen. Du kannst jetzt auf Google gehen, du kannst dir irgendeinen Kurs kaufen, es gibt tausende Wege, wie du das Geld verdienst, du musst es einfach nur machen. Wenn ich dir jetzt sage, wie baut man eine erfolgreiche Modemarke auf, wirst du auch ungefähr wissen, wie das Ganze funktioniert. Du schickst es an Influencer, du baust dir deine eigene Personal Brand auf und versuchst, dich selber zu vermarkten. Du machst gute Videos bei TikTok, Instagram und machst einfach Content. Und jetzt sagst du, ja, wenn es so einfach wäre, dann würden es ja alle machen. Es machen viele Leute und es gibt Leute, die sehr, sehr viel Geld verdienen online. Und warum es nicht jeder macht, das frage ich mich auch. Das Problem ist, die meisten haben einfach viel zu viel Angst davor zu verlieren oder einfach so ein L zu taken. Du hast die Infos. Du könntest jetzt einfach anfangen und Geld verdienen. Das heißt, es liegt nicht daran, dass du nicht weißt, wie das Ganze geht. Bro, natürlich wirst du nicht von Tag 1 auf Tag 5 plötzlich 10.000 Euro verdienen, sondern es wird Zeit brauchen. Aber Bro, irgendwann muss man anfangen und du kannst es nur schaffen, wenn du all in gehst. Und sagen wir, du gibst wirklich dein Bestes, also alles, was du hast. Alles. Wenn du es nicht schaffen solltest, dann würdest du einfach wieder zurück in dein altes Leben, in das Leben, was jeder hat und so weiter. Aber wenn du wirklich alles gibst, was du hast, dann kannst du nicht verlieren. Dann, du wirst es schaffen, du wirst irgendwie einen Weg finden. Es gibt so dumme Leute. Es gibt wirklich Leute, die sind nicht super schlau und die verdienen so viel Geld. Einfach nur, weil sie bereit waren, irgendetwas dafür zu tun und auch, weil sie denken, dass sie es verdient haben. Wenn du nicht selber findest, dass du dieses Geld haben solltest, wieso solltest du es kriegen? Macht mich wirklich verrückt. Jungs, es geht. Ich bin der lebende Beweis. Bitte. Wenn ich nur eine einzige Person irgendwie ihr Leben retten kann, sag ich mal, dann das ist eigentlich schon alles. Vor allem, wie willst du mir sagen, dass es nicht funktioniert? Ich bin 16 Jahre alt und habe ja letzten Monat 30.000 Euro verdient. Bitte wach auf. Wach auf. Ich glaube, allein dieses Mindset, was ich mittlerweile entwickelt habe, ist unbezahlbar. Es ist wirklich unbezahlbar. Ich könnte jetzt alles verlieren, 0 Euro haben und dann, keine Ahnung, meine ersten 50 Euro leihen und dann, ich würde innerhalb von ein oder zwei Monaten wieder auf 20.000, 30.000 Euro kommen. Ich bin davon komplett überzeugt. Es ist wirklich nur dein Wissen, dein Mindset und alles, was du über die Zeit gelernt hast. Solange du kein Glück hattest oder irgendwie durch Krypto reich geworden bist, kannst du es dir immer wieder selber aufbauen. Es ist theoretisch unmöglich, jetzt broke zu gehen, weil du immer wieder irgendwas Neues starten könntest. Ich wollte eigentlich gar nicht so ein krasses Mindset-Video machen, aber mir ist das einfach nochmal wichtig, weil ich die letzten Tage, Wochen viel darüber nachgedacht habe. Ihr müsst euch überlegen, ihr werdet irgendwann sterben. Für mich persönlich, ich habe einfach ein Mindset entwickelt, in dem ich nicht verlieren kann. Ich weiß, für manche Leute wird sich das jetzt komisch anhören oder sonst was, aber ich weiß es und ich bin fest davon überzeugt, ich werde mit 18, 19, 20, was auch immer, Ferrari fahren, Porsche fahren, Lamborghini fahren, alles fahren, was ich will. Ich werde die geilsten Urlaube machen, das geilste Haus haben und so weiter. Aber für mich ist es nicht mal so, also es ist gar nicht so, oh ja, ich will das machen, sondern ich weiß, es wird passieren. Weil ich einfach weiß, ich lebe einmal und ich werde einen Weg finden, so zu leben. Ich weiß, dass ich es schaffen werde. Checkst du das? Und die Leute, die jetzt einfach denken, was labert der, dann schalt einfach ab. Selbst wenn ich diese ganzen Ziele erreiche oder was Leute sich wünschen, boah, ich will dieses Auto und so weiter. Glaub mir, das ist alles nichts wert. Du definierst dich nicht über irgendwelche Sachen, die du besitzt. Am Ende wird jeder sterben. Mein Ziel ist einfach, Leuten zu helfen. Viele Leute wollen ein krasses Auto, ein krasses Leben, ein krasses Haus. Ich weiß, ich werde diese ganzen Sachen haben, aber ich werde trotzdem irgendwann sterben. Das heißt, es ist nichts wert. Das Wichtigste ist einfach, dass du gesund bist, dass du dankbar bist, dass du deine Beziehungen mit den Menschen, die dir wichtig sind, pflegst. Das ist wahrer Reichtum. Frau, Kind, Familie ist einfach das Wichtigste. Jungs, so sieht es aus, wenn Träume in Erfüllung gehen. Das hier sind so knapp 60.000, 70.000 Euro Umsatz. Also, die werden umgesetzt. Hey, yo. In welches Bett soll ich mich legen? Oder in die Mitte. Willst du dich mal reinlegen ins Bett? Hm. Oh. Wo bin ich? Jungs, wo bin ich? Hilfe. Ey! Ist das real?